Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute werde ich euch zeigen, wie man ein paar coole Halloween-Dekorationen bauen kann. Wir haben hier ein ganz normales Haus und das werden wir jetzt ein bisschen gruselig dekorieren quasi und ich werde euch so ein paar Ideen zeigen, so ein paar Building-Hacks und so weiter. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an damit. Und zwar das allererste, was ich damals vor 100 Jahren, als ich angefangen habe Minecraft zu spielen, gebaut habe als Halloween-Dekoration, war einfach eine Jack-O-Laterne. Einfach ein ganz normaler Kürbis, der leuchtet. Wundervoll. Aber wir werden hier natürlich auch noch ein paar coolere Bauhacks haben. Und der erste davon ist zum Beispiel eine Vogelscheuche. Die sind nämlich tatsächlich immer ziemlich gruselig. Und zwar bauen wir dafür erstmal nur einen ganz normalen Zaun. Da drauf kommt dann ein Heublock und da oben drauf kommt dann ein Kürbis. Von und hinten machen wir dann nochmal so einen Banner dahin. Sieht dann so ein bisschen aus wie Klamotten. Dann geben wir ihm nochmal zwei Fences quasi als Arme. Und oben drauf kommt dann ein Halbstein mit Umrandung von ein paar Trapdoors. Und das Ganze sieht dann aus wie eine Vogelscheuche. Ist schon mal einigermaßen gruselig, aber es kommen noch ein paar coolere Sachen. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt auch weiter. Als nächstes bauen wir hier in die Ecke ein paar Gräber, und zwar insgesamt zwei Stück. Wir lassen dabei zwei Blöcke dazwischen frei. Und dann platziere ich hier, ich mache nur so rum, so sieht es ein bisschen nicer aus. Platziere ich hier so zwei Grabsteine quasi. Und davor machen wir dann hier ein bisschen von dem Dirt, den man abbauen kann, der dann aber nicht mit Gras überwächst, damit er halt für immer Dirt bleibt. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber den bauen wir hier auf jeden Fall hin. Denn so sieht das nämlich so aus, als wäre das ein frisches Grab und als wäre da gerade irgendwas zugeschaufelt worden. Was wir dann noch da drauf platzieren können, sind zum Beispiel Wither-Rosen. Die sehen nämlich auch ziemlich gruselig aus und haben vor allem diesen Dampfeffekt. Und ansonsten können wir auch diese toten Sträucher dafür benutzen. Das sieht auch immer ganz cool aus. Und was wir dann noch machen können, ist eine Art Nebel. Und zwar buddeln wir uns dafür ein dreitiefes Loch, platzieren ganz unten dann einen Heublock rein, da oben drauf kommt ein Lagerfeuer, dann machen wir da oben drauf einen String und platzieren da drauf dann noch einen Teppich. Der sorgt nämlich dafür, dass man das auch für Rasen halten kann oder für irgendwie eine Moosschicht oder sowas, aber man sieht trotzdem immer so ein bisschen von diesem Nebel und das bauen wir hier jetzt noch an ein paar Stellen. Ich habe das jetzt mal gemacht und ihr seht schon, dass das alles ziemlich cool aussieht, wenn man das ein paar Mal mehr platziert, dann hat man nämlich immer so diesen Nebel, der so auf dem Boden ist und hin und wieder die Partikel, die nach oben gehen. Das hat auf jeden Fall auch noch eine sehr gruselige Wirkung. Und als nächstes bauen wir hier vorne noch ein Grab hin, das wird allerdings ein bisschen spektakulärer. Und zwar platzieren wir hier erstmal so ein Kreuz mit Stufen und zwar machen wir das Ganze so. So, dann sieht das schon mal so aus und dann platzieren wir hier und da nochmal eine und dann haben wir so ein Kreuz davon. Und was wir hier jetzt machen, ist ein Zombie, der gerade aufersteht. Und zwar buddeln wir dafür hier ein zwei tiefes Loch und machen hier erstmal zwei Blöcke weg. Dann platzieren wir hier unten einen Halbstein hin und platzieren darauf dann einen Armor-Stand. Mit dem Armor-Stand setzen wir dann einen Zombie-Kopf quasi auf. Und was wir dann machen, ist hier einen von diesen Dirtblöcken, die halt immer dort bleiben. Dann platzieren wir hier einen Piston hin und platzieren dann neben den Piston nochmal einen Redstone-Block, der den ganzen dann powert. Den können wir dann noch wieder wegbauen und hier irgendwie anderen Dirt hinstellen oder Gras, je nachdem, was ihr halt hinhaben möchtet. Und jetzt sieht es so aus, als würde der Zombie hier gerade hochkommen. Das ist schon mal ziemlich gruselig. Und was wir dennoch machen können, ist, hier zum Beispiel eine Seegurke hinzustellen. Das sieht nämlich so aus, als würde der Arm von dem Zombie gerade auch noch nach oben kommen. Beziehungsweise machen wir da mal auch diesen anderen Dirt hin. Das sieht dann noch ein bisschen besser aus. So, brauchen wir nochmal die Seegurke. Man könnte auch noch einen zweiten dahin stellen. Das sieht nämlich auch richtig nice aus. Und das sieht, wie gesagt, so aus, als würde hier gerade ein Zombie auferstehen und den Spieler dann gleich angreifen. Was wir natürlich auch noch machen können, ist ein paar von diesen Blöcken hier austauschen. Zum Beispiel mit Cobblestone oder was man auch nehmen kann, sind diese bemoosten Steine quasi. Das sieht nämlich dann noch ein bisschen älter und verranster quasi aus. Und damit sind wir dann auch schon beim nächsten Hack. Und zwar wollen wir insgesamt das Haus ein bisschen heruntergekommener aussehen lassen. Um das Haus dann ein bisschen älter aussehen zu lassen oder runtergekommener, gibt es jetzt viele verschiedene Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, dass wir die Fenster so zugenagelt aussehen lassen. Und dann nehmen wir dafür ganz einfach Schilder und platzieren die da so vor den Fenstern quasi. Sieht dann nämlich so aus, als würden die irgendwie zugenagelt worden sein. Natürlich sollte man das nicht bei allen Fenstern machen. Das würde so ein bisschen den Effekt zerstören. Aber man kann das natürlich hin und wieder mal machen oder man kann auch zum Beispiel Fenster einfach zerstören. Und das sieht dann natürlich auch schon relativ gruselig aus. Oder hier vielleicht sowas, dass hier quasi schon irgendjemand das Brett quasi aufgerissen hat oder sowas. Das ist schon mal eine ziemlich coole Idee. Vielleicht hier oben auch nochmal ein bisschen was, damit auch oben was ist. Auch natürlich ohne D vielleicht. Denn hier machen wir auch nochmal was rüber. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Und was man dennoch machen kann, ist das Ganze so ein bisschen überwachsen zu lassen, mit zum Beispiel Blättern. Die platziert ihr dann einfach überall so ein bisschen und lasst sie so aussehen, als wären das irgendwie Lianen, die hier schon runterwachsen, weil das eben so lange schon verlassen ist vielleicht. Und je nachdem, wie verlassen ihr das aussehen lassen möchtet, kann man natürlich mehr oder weniger nehmen. Zum Beispiel, wenn so ein Haus irgendwie erst einen Tag verlassen ist oder so, dann ist da natürlich noch nichts. Aber wenn ihr das jetzt seit Jahren zum Beispiel schon verlassen habt oder seit hunderten Jahren, ich weiß ja nicht, was ihr da für eine Geschichte von eurem Haus quasi habt, könnt ihr ja dementsprechend dann auch mehr Blätter oder weniger Blätter eben nehmen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf der einen Seite, dementsprechend müssen wir das ein bisschen ausgleichen. Hier in diese Richtung vielleicht noch. Platziere ich hier nochmal ein und dann natürlich muss das bis zum Boden gehen, das ist natürlich immer am besten.
Dann lasse ich das hier nochmal so an der Seite hochklettern quasi. So. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Da kann man hier auch so fliegende vielleicht machen. So vielleicht. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Und dann muss man natürlich, aber wenn man hier so viel hat, muss natürlich auch hier ein bisschen was sein. Das müsste ihr dann halt so ungefähr im Gleichgewicht behalten einfach. Und dann lasse ich hier einfach noch ein bisschen was runter. Dann hier vielleicht auch übers Dach. Dann können wir hier ein paar von diesen Blöcken hier wegmachen. Und hiervon. Dann ist das schon so eingewachsen quasi. Das sieht natürlich auch richtig geil aus. So. Dann den vielleicht nochmal weg. Und ich denke da... Ich finde, hier ist sogar tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich mache hier nochmal ein bisschen was weg. Man muss es ja nicht direkt so übertreiben. Und hier von mir auch nochmal ein bisschen was weg. Und ich denke, so kann man es lassen. Was man allerdings auch einfach machen kann, sind natürlich einfach Lianen zu platzieren. Die wachsen zur Not auch von selber. Ich kann mal hier zum Beispiel an diese Seite, die ist jetzt nicht so schön, da platziere ich jetzt einfach mal ein paar Lianen. Und hier nochmal ein bisschen davon was. So, zack. Und dann müsst ihr halt gucken, wie das bei euch am besten aussieht. Am besten einfach ein bisschen rumprobieren, dann findet ihr da schon eine gute Idee. Ich denke, so kann man das schon mal ziemlich heruntergekommen lassen. Allerdings gibt es ja hier auch einen Garten und den müssen wir natürlich auch ein bisschen runtergekommen aussehen lassen. Und am besten eignet sich dafür eigentlich erstmal dieser Dirt, den man nicht wegmachen kann. Oder beziehungsweise den man wegmachen kann, ja klar, aber der halt nicht überwachsen wird. Sieht nämlich dann so ein bisschen so aus, als wäre hier sogar der Rasen schon irgendwie tot oder, ich weiß nicht, wie nennt man das, verdorben oder irgendwie halt, ne? Irgendwie verdorben, also ohne Wasser so eingegangen. Keine Ahnung, wie man das nennt, ich bin kein Gärtner, sorry. Aber ja, das sieht dann halt noch ein bisschen nicer aus und da platzieren wir halt hin und wieder nochmal diese Büsche. Das waren vielleicht mal irgendwelche coolen Blumen oder sowas, aber jetzt sind es halt diese verdorbenen Büsche oder vertrockneten, wie auch immer. Und was man natürlich auch machen kann, ist einfach Gras hin zu platzieren. Das sieht dann halt so ein bisschen verwildert alles aus. Hat natürlich auch was, wenn man das hier überall ein bisschen benutzt. Man sollte es natürlich auch hier nicht übertreiben, ist klar. Aber so ein bisschen was geht natürlich immer. So. Und wenn man natürlich ganz viel Zeit und Lust hat, kann man hier natürlich auch einen Baum hinbauen, der irgendwie schon so vertrocknet ist, gestorben ist quasi. Und dann nehme ich dafür jetzt mal dieses dunkle Holz hier. Und dann platziere ich hier einfach so ein paar Blöcke und lasse den dann irgendwie hier so in die Richtung gehen quasi. Ich denke, so rum ist schon mal eine ganz gute Form. Wobei ich den hier, glaube ich, nochmal ein bisschen ändere. Den hier, zack, mache ich so. Ich glaube, so ist das eine gute Form. Und dann könnt ihr nämlich ganz einfach mit den Fences könnt ihr so quasi die kleinen Äste quasi darstellen. Das ist immer eine ziemlich gute Taktik. Und die benutze ich auch relativ oft. Und was man dann natürlich auch noch machen kann für diese Gelenke, für die Äste quasi, ist dann nochmal Halbsteine zu benutzen. Das lässt das Ganze nämlich dann noch ein bisschen abgerundeter aussehen. Man kann in den Fußboden natürlich auch noch ein paar Wurzeln quasi gehen lassen. Und das Ganze dann so aussieht. Das ist natürlich auch noch immer cool. Beziehungsweise könnte man natürlich auch noch ein paar Reste vom Laub quasi oder von den Nadeln, je nachdem was ihr für einen Baum halt habt, da lassen. Das sieht natürlich auch dann ganz cool aus. Aber das sollte man dann halt, wie gesagt, nicht übertreiben. Und vielleicht lasse ich das da oben tatsächlich weg. Mach hier vielleicht noch einen hin. So vielleicht. Na, das sieht ein bisschen zu gleich aus. Also ihr müsst das dann einfach ein bisschen ausprobieren, wenn es um solche Sachen geht. So vielleicht. Sieht das gut aus? Ich denke, so kann man es lassen. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Und was man dann beim Boden natürlich auch noch machen kann, ist das auch noch ein bisschen ranziger aussehen zu lassen. Indem man hier natürlich auch einfach nochmal Erde hinmacht. Oder irgendwie Büsche und sowas, dass das hier halt schon überwachsen ist und irgendwie jätet hier keiner das Unkraut und so weiter. Beziehungsweise gibt es natürlich auch diese Farnblöcke. Die kann man natürlich auch hin und wieder mal benutzen, wenn man nicht nur Gras nehmen möchte. Und das ist schon mal ein ziemlich cooler Anfang. Und was man natürlich dann hier zum Beispiel auch noch machen könnte, wäre einfach im Haus so ein paar Löcher zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also ihr wollt ja natürlich auch irgendwie zombiesicher sein in eurem Haus, auch wenn es gruselig aussieht. Aber das könntet ihr zum Beispiel auch machen. Oder ihr macht hier einfach so ein paar fehlende Blöcke einfach hin. Oder lasst auf den Fußboden hier nochmal ein paar Bretter fallen oder sowas. Das könnte man natürlich auch machen. Sieht auch immer ziemlich lustig aus. Was man dann noch machen kann, sind so ein paar Knöpfe auf den Boden zu stellen. Das sieht nämlich aus wie Steine. Das rundet das Ganze nochmal ein bisschen ab und hat halt nochmal diesen Effekt von wegen, dass hier irgendjemand einfach sich nicht mehr um seinen Garten kümmert und dementsprechend hier dann auch Steine rumliegen. Oder ihr könntet das zum Beispiel auch hier überall hinlegen und dann sieht es so aus, als würden hier schon irgendwelche Brocken runtergefallen sein oder aus den Steinen rausgebrochen sein. An sich kann man natürlich auch noch statt diesen normalen Steinen diese ganzen kaputten und bemoosten Steine nehmen. Zum Beispiel hier am Fundament sind die vielleicht schon so ein bisschen älter oder hier an den Seiten kommen schon so Risse oder da, wo ihr halt die ganzen Lianen habt und so, könnt ihr natürlich diese bewachsenen super hinplatzieren. Und das widerspiegelt dann nochmal dieses von wegen, dass das Haus halt super alt ist und schon die Pflanzen wieder, keine Ahnung, in die Steine eindringen und die kaputt machen und porös machen und so weiter. Das kann man natürlich hier überall auch noch super platzieren. Und was dann natürlich auch noch super ist, sind die Spinnenweben. Mit denen baue ich zumindest ziemlich selten, allerdings kann man die natürlich bei Halloween-Events super benutzen und die eigentlich überall hinstellen.
Also ihr könnt die natürlich erstmal so überall ans Haus stellen, aber ihr könnt die auch in den Garten stellen, zum Beispiel hier zwischen diesen Blöcken. So, zack. Das sieht natürlich auch ganz gut aus. Oder ihr macht die einfach random nochmal in den Baum hier zum Beispiel rein. Wobei dann darunter vielleicht irgendwas sein sollte. Ich mach den mal, hier könnte man den gut hinmachen. Hier zum Beispiel hin. Und was man natürlich auch im Baum noch machen könnte, sind die dunklen Knöpfe zu nehmen. Und das sieht dann so aus, als wären das so ein paar Ausläufer, die irgendwie vielleicht schon mal kaputt gemacht wurden oder abgesägt wurden, aber jetzt halt nicht mehr weiter wachsen. Dementsprechend. Und das könnt ihr natürlich auch auf die Zäune drauf machen. Theoretisch. Aber geht das gar nicht? Ne, kann man gar nicht auf Zäune machen. Achso. Ich dachte, das geht. Na okay. Dann lassen wir das. Also zum Beispiel hier oben könnte man auch noch welche davon machen. Das sieht dann so ein bisschen aus, als hätte das Dach schon so ein paar Wellungen. Und das könnte man natürlich auch hier oben machen. Dann sieht das nicht mehr so gerade aus, wie es jetzt aussieht, sondern ihr macht dann hier einfach random so ein paar normale Blöcke rein und Halbsteine oben drauf. Hier vielleicht auch nochmal. Sieht dann einfach so ein bisschen so aus, als würde sich das Haus irgendwie wieder verselbstständigen. Und so mit der Zeit, ihr kennt das ja wahrscheinlich, verändert sich ja auch Holz und das sieht dann halt einfach nicht mehr so schön aus. Und wellt so ein bisschen und so weiter. Und das kann man halt hier überall richtig gut theoretisch nochmal machen. Und natürlich auch die ganzen Steine und so ein bisschen austauschen, je nachdem wie doll ihr euer Haus natürlich dann für Halloween dekorieren möchtet. Kann natürlich auch sein, dass ihr es gar nicht so verunstalten möchtet, wie ich es jetzt mache. Aber ich denke, das waren schon ein paar coole Ideen und ich hoffe, ihr habt vielleicht die ein oder andere coole Idee, wie zum Beispiel, ich finde den Zombie halt richtig cool. Also das ist wirklich was ich ziemlich nice finde. Aber ich denke, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann könnt ihr ja mal Hashtag Halloween in die Kommentare schreiben, denn ich versuche, dass das Video hier an Halloween online kommt. Wenn ja, dann ja, viel Spaß, falls ihr Süßigkeiten sammelt oder falls ihr saufen geht. Habt einfach Spaß, das ist das Wichtigste. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.